Hallo liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hatte ja gesagt, dass die Folge Erziehung Teil 2 mit den Grundkommandos kommt, aber während ich diese Folge erstelle, komme ich in meinem Alltag tatsächlich auch immer wieder an Momente, in denen ich sage, okay, dann schieb mir das vielleicht kurz vor, weil das so ein akutes Problem ist. Wir haben jetzt hier eine klassische Situation, der Chuck und der Staubsauger. Und auf diesen Staubsauger hat er absolut keinen Bock. Also nicht im Sinne von, komm her, so, nicht im Sinne von, er ignoriert ihn, sondern er will einfach nicht, dass er da ist. Und er attackiert ihn. Und das kann im Alltag relativ nervig und stressig sein. So, und es liegt auch nicht wirklich am Geräusch, es liegt so ein bisschen an der Gesamtsituation. Ich habe jetzt einfach mal nur diesen Bürstenkopf. Und hört einfach mal selbst. Oder seht einfach mal selbst. Rette. So, und ihr seht, natürlich verstärkt die Lautstärke des Saugers. Chuck, mach Sitz. Sitz. Hey. Sitz. Hallo. Aber schnell. Sitz, habe ich gesagt. Ja. Natürlich verstärkt die Lautstärke des Staubsaugers die Wirkung oder den Stressfaktor, aber im Endeffekt ist es nur, dass das Ding hier rumfährt. Und wie gesagt, wir können das auch noch mal ganz leise probieren. So. Folgendes könnt ihr als erste Hilfemaßnahme machen. Ich habe jetzt hier Leckerlis, die ich, Chuck, was jetzt? Die ich um diesen Staubsauger hier verteile und auch auf den Staubsauger drauf. Und ich lasse ihn die ganz bewusst essen, während ich quasi versuche, diesen Staubsauger zu imitieren. So, wir müssen natürlich warten. So, Ziel des Ganzen ist es, dass er natürlich positive Erlebnisse mit diesem Staubsauger verbindet. Das ist jetzt erstmal nur so eine Erste-Hilfe-Maßnahme, damit er quasi die Angst oder ja, diese Angst vor diesem Gerät verliert. Und wie gesagt, ihr habt gemerkt, das könnt ihr einfach ganz geschmeidig mit diesem Bürstenkopf auch nur üben. Warte. Ja. Ich nehme an, das sollte jetzt reichen. Das ist ja schon fast das Mittagessen hier für meinen kleinen Prinz. So. Okay. Und los. So, und wir sehen, komm mal her. So, und wir sehen, im Endeffekt hat er jetzt hier von dieser ganz bösen Maschine Leckerlis bekommen. Und so langsam, ja, würde ich sagen, öffnet er sich dieser ganzen Geschichte. Diese Vorgänge muss man natürlich mehrmals wiederholen. Und er muss damit verknüpfen, dass ihm dadurch keine Nachteile entstehen, wenn wir hier mit dem Staubsauger durchfahren oder mit dem Wischmopp oder mit einem Feger. Aber das wäre jetzt die erste Idee. Ihr könnt es natürlich auch mit einem, wenn ihr nur ein Besenproblem habt, auch nur mit dem Besen machen. Die
Audio-Unterstützung, die ich jetzt gemacht habe, die dient daran irgendwie. Ich wollte, dass es halt so in Anführungszeichen realistisch wie möglich ist. Danke. So realistisch wie möglich ist. Und das könnt ihr auf jeden Fall machen. Und dann zusätzlich natürlich auch noch den Staubsauger an sich irgendwie mit Leckerlis belegen. Vielleicht irgendwie Leberwurst ankleben, während der Staubsauger fährt. Das sind so Möglichkeiten, wie ihr die erste Desensibilisierung durchführen könnt. Viele schreiben in den Foren auch ein Hundepsychologe oder ein Hundeverhaltenstherapeut. Wer das machen möchte und sich nicht zutraut, hier einen Teppich hinzulegen und ein paar Leckerlis um die Bürste zu legen und dann das so ein bisschen zu simulieren, wer sich dessen nicht imstande fühlt, der sollte sich sowieso grundsätzlich überlegen, ob die Erziehung eines Hundes oder die Erziehung eines Individuums an sich das richtige für ihn ist. Ja, ich würde sagen, damit saugen wir jetzt weiter. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn die Erziehungsfolge, in die ich tatsächlich gerade sehr viel Arbeit noch stecke, wenn die bei euch auffruchtet. Und es ist nicht nur eine Bully-Story, ich habe auch viele andere Hundefreunde, die ähnliche Probleme haben. Aber unsere kleinen Teufelszwerge, die machen uns ganz schön Arbeit, aber das ist auch gut so, die geben uns ja auch ganz schön viel zurück. Ne, Chuck? Oder? Chuck? Ihr seht, es ist auf jeden Fall noch viel Arbeit, aber ihr habt den Moment gesehen, in dem es gut funktioniert hat. Er muss das natürlich tief verinnerlichen, weil er jetzt, um ehrlich zu sein, bei mir auch 2 Jahre lang keine Desensibilisierung mit dem Staubsauger durch hatte, weil wir uns auf ganz andere Problemfelder konzentrieren mussten. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es bei euch funktioniert. Wie gesagt, wir brauchen hier alle mehrere Durchläufe und müssen unseren vierbeinischen Teufelskindern hier auch ein bisschen Zeit lassen. Aber das wird alles. Ja, ich hoffe, euch hat diese Idee der Desensibilisierung gefallen und würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und freue mich, wenn ich kurz vor dem neuen Jahr, denke ich mal noch, die erste Folge quasi mit der Grunderziehung und den Grundkommandos hochladen kann. Wir sagen Tschüss, Chuck, mach Sitz und sag Tschüss. Sag Tschüss. Komm, sag Tschüss. So, auf Wiedersehen. Tschüss, euer Mr. Dem.